Okay, Runde 2. Was? Niemand will mit mir Begleiter spielen. Och man. Okay. Good luck. So, da prügeln sich schon die Ersten. Ja, ich sag ja, das hier ist echt die perfekte Scharfschützen-Map. Ist Ocelot gerade gestorben? Ich hab nichts mitbekommen. Ach scheiße, der hat ja die noch gar nicht. Nein! Jetzt habe ich das so schön eingestellt, jetzt kann ich es euch gar nicht zeigen. Ich habe mit irgendjemandem eine Verbindung, oder? Boah, der ist gut. Der ist echt gut. Der hat jetzt keine Ahnung, wie vielen Grad Headshots im am laufenden Stück gegeben. Ja, das war doof. Damit habe ich eigentlich ja schon gesagt, ey, ich komme gleich. Kollege. Achso, Kollege ist tot. Okay. Dann gehe ich wieder. Ich achte nie drauf, wer getötet wird. Es hätte auch der hätte auch gerade getötet worden sein, als ich gerade gedacht habe, hey, mach mal. Oh. Hehe. Ja. Unfair. Sag ich da nur. Egal. Vielleicht habe ich jemanden getroffen. Ich bin so optimistisch. Ach Mann, ich habe gedacht, die kriegt das nicht mit. Schade. Ich habe gedacht, die denkt, soll das jetzt ein Witz sein? Weil der da echt, läuft der da echt gerade ohne Probleme da durch? Der hat doch gesehen, dass ich hier bin oder so. Also nach der Runde ist Schluss, weil ich glaube, mein maximales Potenzial ist leider schon aufgebraucht. Was liegt da? Ist das ein Schalldämpfer? Schalldämpfer. Ja, die hat's erwischt. Genau, wir machen Gruppenkuscheln. Komm. Oh, süß. Ich hab der gerade voll an die Beine gefasst. Ich wusste, dass es passiert. Aber ich lerne auch nicht aus meinen Fehlern. Das ist ja das Frustrierende daran. So, die habe ich erwischt. Respekt, das war gut. So, jetzt ist ja wirklich Krieg. Au! Nein, sehe ich nicht ein. Und dann kommt der von hinten. Red Cool Guy Chris. So, was geht denn hier jetzt gerade eigentlich ab? Ich blick das gerade hier gar nicht mehr. Diese Ladies, ne? Ach so, das habe ich nicht gesehen. Oh! Wie sie einfach alle hier stöhnen. Und zwar gleichzeitig, das ist... Weiß nicht. Also USK 18 ist gut, weil das wäre jetzt teilweise sehr verstörend für manche Leute gewesen.
Okay, du bist tot. Nee. Hä? Was? Wie? Wo war? Warum? Warum? Okay, das war jetzt mega scheiße. Oh Gott. Was machen die hier? Okay, sie ist tot. Alter, haben wir da gerade wirklich an der einen Frau so verzweifelt? Das ist minimal traurig. Gimme. Wo? 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 Ach, leck mich, wenn du nicht mit mir redest. Da ist er doch. Der Ocelot. Was hat denn der für Probleme? Ja, geil. Ich komm hier hin und werd gleich verbrannt. Toll. Ich wollte doch nur helfen. Ich hab schon gemerkt, ich bin hier nicht erwünscht. Das war gut. Bin ich schon wieder unter der... Ich hasse diese Brücke. Obwohl, das ist... Also jetzt wäre natürlich ein Scharfschützengewehr mega geil. Alter. Echt jetzt? Das war gut. Vor allem es war nicht irgendwie nur einfach mit drauf losgeballert, sondern das war ein Headshot. So. Oh. Ja. Da kann ich jetzt nichts dafür, dass es so blöd bist und die Granate nicht siehst. Ich fühle mich hier gerade so sicher. Ich will hier gerne bleiben. Der hat mich doch eh schon gesehen. Ha! Ich hab dich... Was? Ich dachte, sie wäre auch verbrannt. Dann töte ich dich halt so. Auch nicht schlecht. Fick dich. Muss ich jetzt gerade ganz ehrlich so sagen. Mann. Sind die alle da hinten? Das Problem ist, die tun halt fast alle... Ja, vor allem Quiet tut Scharfschützen. Scharfschützen. Snipern. Hört sich cooler an. Wer ist da? Ich hab eine Pistole. Okay, du hast einen Granatwerfer, da kann ich nicht mithelfen. Aber nur ganz knapp. Scheiße. Vor allem, ich habe einfach gegen Quiet überhaupt nichts. Alter. Echt jetzt? Ich mach gerade Quiet voll fertig. Scheiße. Oh oh. Ja gut, das war ja nicht, das war jetzt echt nicht anders zu erwarten, aber das Schauspiel war cool. Das Schauspiel an sich war cool. Da kann man sagen, was man will. Ist sie noch da? Ich will das nochmal machen. Schade. Es hat Spaß gemacht. Ich sehe nicht wo. Genau. So machen wir das. Alter, das war jetzt... Also, dass ich da einen Headshot...
Weißt du, so ganz simple Dinger, die kriege ich halt schön hin. Einfach because awesome. Okay. Ich glaube, ich wurde markiert. Ich glaube, dieses Ausrufezeichen, wo dann immer neben der Zeit kommt, ist so eine Bedeutung, dass ich markiert wurde. Wer ist das? Kartonboy. Es ist Kartonboy. So. Ich hätte es auch betäuben können, aber was soll es? Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt gleich wieder jemand. Ich bleib mal hier. Wir rennen alle gleichzeitig dahin. Oh! Oha! Boah, im Tod. Oh, das ist unfair. Das macht man nicht. Hui! Bin gleich tot. Sag ich doch. Gegen den Granatwerfer hast du keine Chance. Ich weiß, ich habe ihn selber schon mal benutzt. Oh, nee. Oh, Quiet. Quiet, wo bist du? Ich hab dich doch gerade hier vorbeirennen sehen. Alter, das ist gruselig. Wo ist die? Wo ist die? Das geht's nicht. Die ist weg. Aua! Ja! Ich hab's geschafft. Mal gucken, wie lang. Das ist Quiet. Boah! Schade. Hättest du mich eine Sekunde lang noch am Leben gelassen, hätte ich vielleicht gerade deinen Kumpel noch gekillt. I see an enemy. Also man kann sagen, was man will. Es macht jetzt inzwischen, wo alles stabil läuft und so, macht es halt echt unheimlich Spaß. Ach du Scheiße. So, Stufe 5. Was geht da hinten ab? Warum spawn ich, warum lasse ich mich die ganze Zeit hier spawnen? Da hinten geht es gerade richtig geil ab. Sorry, Quiet. Das war dumm. Das auch. Sind wir wenigstens zu zweit. Ich möchte dahin. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt da oder dahin möchte. Aber guck mal, hier geht gerade viel mehr ab. So. Okay, ich bin zu blöd. Huh, was? Der stand da gerade einfach und niemand hat ihn gekillt? Oh, nee. Oh, danke. Das war Quiet, ich weiß es, aber... Habe ich die erwischt? Ich glaube nicht. So, wir haben gewonnen.
Und wir haben Stufe 6 erreicht. Awesome. Stufe 7. Respekt. So. Und weil ich mich so freue. So. Gehen wir mal ein bisschen schwimmen. So. Also dann haben wir ja jetzt gerade mega gut abgeräumt. Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Von Stufe 2 hoch auf Stufe 7. Alter Schwede. So, Stufe 7. So. Aber es hat Spaß, also das hat jetzt mal mega Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Auch wenn ich manchmal sehr laut wurde. So. Als letzte Tat für heute, bevor ich Schluss mache, tun wir unseren lieben Sly. Ich tue ihn noch umbenennen. Ich tue noch Cooper dahinter, damit ihr wisst, was ich mit Sly meine. Ich meine, manche können sich schon denken, aber das Problem ist, ich persönlich kenne jemanden, der auch Sly heißt und dann muss ich die ganze Zeit an ihn denken und darauf habe ich keine Lust. Deswegen heißt er jetzt Sly Cooper. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So. Ich möchte aber nicht aus dem Bildschirm raus. Ich möchte dich ausrüsten. Ausrüstung 1. Du bist mein Schleicher. Nee, du hast es noch nicht, aber du kriegst schon. Das sehen die halt. Nee, da ist nichts drauf. Dann bekommst du das da. Mit auch nichts auf, als Aufsatz, aber ein erweitertes Magazin, das ist gut. Ich behalte die Molotow-Cocktails. Den Karton brauche ich nicht wirklich. Beziehungsweise ich nehme ihn mal mit. So, und hier haben wir jetzt unsere neuen Slots. Nicht tödlich plus. Erhöhte Präzision, nicht tödliche Haupt- und Nebenwaffen hat er nicht, deswegen brauchen wir es nicht. Hier haben wir sogar nicht tödlich plus 2, also Stufe 2. Verringert das Gewicht für nicht tödliche Haupt- und Nebenwaffen, um die Beweglichkeit zu erhöhen und sorgt auch für weniger Rückstoß beim Schießen. Stealth CQC, schnellere CQC-Wirkung, das kriegt er. Verhören, schnellere Verhöre, eine Stealth-Tarnung kriegt er. Und Fulken, erhöhte Stabilität von Fulkenballons. Und wir haben die Stealth-Tarnung bei uns im Inventar. Und damit ist er hier gut ausgerüstet. Ich nenne das mal, so wie bei dem anderen, ist das das Sturmpaket. Genau, guck mal, da oben ist es sogar schon. Perfekt. So. Okay, das zweite wird dann tatsächlich ein Schleichpaket. Da bekommt er jetzt so ein Betäubungsschrot-Ding. Verwendet ein Pull-Pop-Design, bei dem sie kann. Also das betäubt und dann bekommt er die Wu. Also es ist jetzt wirklich alles pures Schleichen und Betäuben. Deswegen bekommt er auch die Plüschfalle. Und hier guckt man auch. Hier bekommt er auf jeden Fall das Nicht-Tödlich-Plus. Mal guck mal, schon wechselt er hoch auf A. Er bekommt die Stuff-Tarnung und das hier, das ist mir wichtiger, weil die Fulkenballons gehen schnell kaputt. Ich glaube, das ist tatsächlich der bessere Kauf als das Stealth CQC. Das wird das Schleichpaket. Schleich. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Das hier brauche ich. Paket. So. In Ausrüstung 3 könnten wir jetzt theoretisch. Zack, zack. Das tun wir wieder weg und tun wieder die 4. Und dann kann man. Das ist das Schrotpaket, so. SCH, Schrot. Paket. Okay. Huch, warum haben wir jetzt dann nur noch B? Ach, schade. Wegen der Stealth-Tarnung wahrscheinlich. Oh, schade. Aber weniger Rückstoß beim Schießen, das ist gar nicht so schlecht, vor allem für so eine Schrot, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also auf jeden Fall besser als die beiden hier. Mal verhören mache ich eh so gut wie nie und dieses Würgen eigentlich auch nicht und wenn es mal drauf ankommt, dann
werden wir schon überleben. Also von daher, ich glaube, das ist ganz gut. Was wir hier noch machen, ist natürlich, wir machen dasselbe wie beim anderen. Das kommt nach unten. Das bekommt da rechts. Beziehungsweise, nee, wir machen was anderes. Das bekommt dafür rechts. So. Das bekommt dafür oben. Das bekommt dafür links. So. Jetzt haben wir das mal. Einfach mal ein bisschen was anderes. Nicht immer, aber. So. Wir sind jetzt gerade am Wasserfall. Ich drücke jetzt mal so. Damit kann man halt richtig... Also das wäre jetzt natürlich ein richtig cooles Foto. So. Oder so. Nee. Nee, so, so ist cooler. So direkt neben dem Wasserfall. Wenn ich jetzt die Dreiecktaste drücke, dann könnte ich theoretisch jetzt... die Verbindung mit meinem Begleiter unterbrechen und nach einem neuen in der Umgebung suchen. So. In dem Sinne würde ich sagen, war's das für heute. Nächstes Mal schauen wir dann, was das hier so auf sich hat. Wenn, ich kann es nicht versprechen, aber das nächste Mal könnte vielleicht sein, wenn ich es hinkriege, dass wir vielleicht sogar einen Livestream machen. Es wäre natürlich cool, wenn es funktioniert. Ich teste da gerade noch ein bisschen rum. Dass es parallel auf Twitch läuft und natürlich dann auch auf YouTube rauskommt. Und wenn das funktioniert, werden wir das auf jeden Fall öfters machen. Einfach, dass auch ein bisschen Live-Action mit dabei ist für die... Und auch ein bisschen Live-Input dabei ist. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt manchmal. Auf jeden Fall, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut parallel Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, kommt auch wieder... Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf dem Schlachtfeld wieder. Bis dann und ciao.